Wenn sich der Norden trifft, dann geht's rund. Die 63. Tamstädter Ausstellung öffnete heute ihre Pforten für die Besucher. Familienfreundlich und für jedes Alter was dabei. Die Kleinen erfreuen sich am Riesenrad, die Großen an den Maschinen. Halb Volksfest, halb Landwirtschaftsmesse ist hier für jeden Geschmack etwas geboten. Da steppt der Bär und es fliegt auch schon manchmal die Kuh. Ich bin wohl einer der ältesten Aussteller mit. Die erste Ausstellung habe ich in Tamsin mitgemacht seit 1956. Da war ich noch Lehrling in einem Betrieb, aber inzwischen bin ich selbstständig seit einigen Jahren und wir sind eigentlich jedes Jahr hier auch in Tamstädter Ausstellung. In Tamstedt wird nicht nur übers Essen geschnackt. Auch Geschäfte werden gemacht und Kontakte geknüpft und wieder aufgefrischt. Kaum einen Kunde mal an und im Vorjahr hatten wir ihn gut beraten und im nächsten Jahr hat er gleich mehr gekauft und er sagte, ich bin gut beraten worden und jetzt komme ich wieder. Der war 30 Kilometer von hier weg. Ne? Immer schön lustig bleiben. In Tamstedt ist die nächsten Tage wieder der Treffpunkt für das norddeutsche Landvolk.